Wir gehen in die Schlussrunde, in die Diskussionsrunde, um das, was wir heute gehört haben, nochmal nicht nur zu verarbeiten, sondern auch mit Ihrer Hilfe nochmal nachzufragen und auch zu vertiefen. Zwei der hiesigen Diskutanten auf dem Podium haben Sie bereits kennengelernt, habe ich Ihnen auch vorgestellt. Die beiden anderen zu meiner, von mir aus gesehen, links, von Ihnen aus gesehen, rechts, wie gesagt, nicht politisch, sondern einfach nur tatsächlich seitenmäßig hingesetzt, darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Direkt neben mir ist Michael Schmidt-Salomon. Ob Michael Schmidt-Salomon für uns, und jetzt spreche ich etwas kryptisch, der moderne Moses mit den Anti-Zehn Geboten wird, muss sich erst noch herausstellen. Die Auflösung kommt noch, keine Bange. Zuvor ein paar Daten zu seiner Vita. Michael Schmidt-Salomon studierte Erziehungswissenschaften an der Universität Trier, erwarb eben dort sein Diplom in Pädagogik und promovierte im selben Fach an der Porta Nigra, hätte ich beinahe gesagt, nein, an der Uni zum Dr. Phil. Seiner Geburtsstadt Trier blieb er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter treu. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte bildeten unter anderem die Wissenschaftstheorie oder bilden die Wissenschaftstheorie, die Zukunftsforschung, Religions- und Ideologiekritik sowie praktische Ethik. Seit 2002 lehrt er als Dozent in Luxemburg, wie gesagt, knapp über die Grenze als Europäer. Und heute ist er Vorstandssprecher der von dem Unternehmen Herbert Steffen gegründeten Giordano Bruno Stiftung und verfasste in deren Auftrag das Manifest des evolutionären Humanismus, ein Plädoyer eben für zeitgemäße Leitkultur. Und jetzt kommt es, und darin formulierte er, der moderne Moses eben, 10 Gebote des evolutionären Humanismus, 10 Angebote. Das ist was anderes. So wie ich Herrn Schmidt-Salomon kennengelernt habe, bin ich nicht ganz sicher, ob von den Angeboten nicht Gebote werden, in bestimmte Richtung. Wir werden sehen. Vielleicht macht er ja auch den einen oder anderen von uns noch vom Saulus zum Paulus in der Beziehung. Also, das sind die Gegenpositionen zu den 10 Geboten, und vielleicht lässt sich ja auch zu unserem Diskussionsthema aus diesen 10 Angeboten, die er uns sicherlich kurz erläutern wird, etwas Honig draus saugen. Ganz links von mir, da freue ich mich ganz besonders, sitzt Stefan Ruppert. Stefan Ruppert ist, man muss ja einen anständigen Beruf haben, wenn man denn Mitglied des Bundestages ist oder sollte es haben, Mitglied der FDP und wie gesagt Mitglied des Deutschen Bundestages. Bei ihm habe ich mir die Frage gestellt, warum ist so ein Mann in die Politik gegangen, bei so einer wissenschaftlichen Karriere, die ihm offen gestanden hätte. Denn Stefan Ruppert ist nicht nur Volljurist, promovierter Volljurist mit Auszeichnung, und zwar, das ist auch wichtig für unser Thema, Kirchenrecht und Kulturkampf, das war also das Thema der Promotion. Und was mich ganz besonders freut, es sind immer wieder Anklänge da, Frau Kämmerer hatte Dieter Grimm vorhin erwähnt, der auch in meiner Zeit Verfassungsrichter war beim Verfassungsgericht, aber Herr Ruppert war 3 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht, und zwar beim Verfassungsrichter Udo Di Fabio. Also das ist immer der Verfassungsrichter gewesen, der Europa auf den Kopf stellen wollte. Also dass nicht zu viel Einfluss nach Europa weggegeben wurde. Er war aber auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte und hat sich 2012 habilitiert an der Universität Frankfurt für öffentliches Recht dann und Kirchen- und Staatsrecht. Seine politische Karriere sieht so aus, seit 1990 ist er Mitglied in der FDP, im September 2009 dann Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wenn der eine oder andere denkt, das würde man so einfach, der irrt. Aber auch das, wenn man das als Präsident des Bundesverfassungsgerichts erwähnt, dass also der Job eines Abgeordneten wirklich nicht einfach ist, sondern manchmal Schwerstarbeit, kommt man nicht umhin, auch aus diesen Reihen wieder Kritik zu ernten. Das habe ich nie verstanden. Also, er hat sich gleichwohl, das hatte ich zu Anfang erwähnt und das ist auch wichtig, glaube ich, der freien Advokatur verschrieben. Das heißt also, es gibt ihm ein Stück Freiheit, nicht nur auf den MdB zurückgreifen zu müssen. Ob er sich der Kritik seines Parteifreundes Volker Zastrow aus Sachsen zu eigen macht, der die unzureichende Trennung von Staat und Kirche scharf kritisiert, werden wir möglicherweise von ihm erfahren.
Also konfessionellen Religionsunterricht will Zastrow abschaffen und in einen überkonfessionellen Ethikunterricht umwandeln. Auch dazu werden wir sicher was hören. Ihnen beiden nochmal ein herzliches Willkommen bei Herrn Ruppert. Das muss ich ganz zum Schluss dazu sagen. Und das ist ein Teil mit der Kompetenz, die er heute hier nach Karlsruhe mitbringt. Er ist auch kirchenrechtlicher oder kirchenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, wenn ich das richtig mithabe. Damit genug des Lobes. Wie sagen die Schwaben immer, nichts sagt, ist genug gelobt. Also wir haben es mal ein bisschen umgekehrt gemacht. Danke. Ich als Westfale kriege das nicht so hin, Herr Morlock. Herzlichen Dank, ja. Wir haben die zwei Vorträge gehört. Ich möchte den beiden Diskutanten hier ganz kurz Gelegenheit geben, wenn Sie es schaffen, Herr Schmidt-Salomon, Herr Ruppert, in 5 Minuten Ihre Position zu unserem Thema, das wir heute schon in verschiedenen Vorträgen behandelt haben, darzulegen. Dann können wir einfacher in die Diskussion einsteigen. Das Publikum weiß, in Anführungsstrichen, wo Sie stehen, aber auch die anderen Diskutanten haben vielleicht Angriffsfläche oder vielleicht Zustimmungsfläche, die wir dann in die Diskussion mit einbringen können. Da würde ich bei Ihnen anfangen. Ist auch an. Ja, zunächst einmal auch herzlichen Dank für die freundliche Einladung zu dieser Veranstaltung, die ja ein sehr spannendes Thema hat. Ich habe heute Morgen schon beim ersten Vortrag mich melden wollen oder ich habe mich gemeldet und da bekam ich dann den freundlichen Hinweis, dass der Referent nicht fragen darf. Ich hätte Herrn de Walle aber natürlich gerne gefragt, ob er nicht tatsächlich Widersprüche zur Verfassung sieht. Er hat das hier so dargestellt, als wäre die Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, von Trennung von Staat und Religion, auf eine wunderbare Art und Weise gelöst. Ich sehe da sehr viele Probleme. Beispielsweise haben wir ein Phänomen hier in Deutschland, das es so weltweit nicht gibt, dass der Arbeitgeber weiß, welche Konfessions- oder Religionszugehörigkeit der Arbeitnehmer hat. Ja, und meines Erachtens steht das durchaus im Widerspruch dazu, dass in unserer Verfassung auch ein Erbe der Weimarer Verfassung steht, dass niemand gezwungen werden darf, sein religiöses oder weltanschauliches Bekenntnis zu offenbaren. Und das führt dann natürlich auch zu verschiedenen Konsequenzen, beispielsweise dazu, dass ein kirchlicher Arbeitgeber mitbekommt, wenn jemand aus der Kirche austritt. Beispielsweise eben auch, dass jemand gar nicht angestellt wird, wenn er nicht Mitglied in einer Kirche ist, was in manchen Berufen hier in Deutschland quasi bedeutet, dass man den Beruf kaum noch ergreifen kann. Zumindest in einigen Regionen Deutschlands ist das so. Wenn man Hebamme werden will, fast alle Hebammenschulen sind in kirchlicher Hand. Es gibt viele Bereiche in der Wohlfahrtspflege, die fast zu 80%, 90% abgedeckt werden von Caritas und Diakonie, was bei katholischen Unternehmen auch noch dazu führt, dass Menschen entlassen werden können, ja, bloß weil sie einen geschiedenen Partner heiraten oder weil sie sich dazu bekennen, schwul zu sein, in einer homosexuellen Beziehung zu leben oder auch nur, weil sie sich als Mitglied von Pro Familia zu erkennen geben. Ich finde, das sind Dinge, die einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehören. Und hier wird die Religionsfreiheit von Menschen in Deutschland beschädigt. Wenn Menschen nur deshalb in eine Religion, in eine Kirche eintreten, um eine Arbeitsstelle zu bekommen, dann ist unsere Religionsfreiheit, unser Recht auf Religionsfreiheit eigentlich nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Und so könnte ich jetzt natürlich sehr viel weiter erzählen, aber es ist hier beschränkt. Zu dem Vortrag von Herrn Groß-Bölting, dem stimme ich in fast allen Punkten zu. Er hat das wunderbar dargestellt. Das Problem, das wir heute haben, besteht dadurch, dass die Gesellschaft weitgehend säkularisiert ist. Das kann man wunderbar überprüfen, wenn man die einzelnen Items des Glaubensbekenntnisses abfragt, findet man in Deutschland kaum noch Zustimmungsquoten über 10%. Und gleichzeitig aber die Institutionen noch, wir wissen alle, dass Institutionen ein besonderes Beharrungsvermögen haben, also dass diese Institutionen noch tatsächlich die Verhältnisse der 50er Jahre widerspiegeln und dass Politiker immer noch meinen, eine Politik machen zu müssen, die Interessen der beiden Großkirchen in besonderer Weise berücksichtigt. Und das betrifft nun Fragestellungen von der Wiege bis zur Bahre, ja darüber hinaus, von der Präimplantationsdiagnostik bis zur Sterbehilfe und der Art und Weise, wie dann später mit den Leichen
umgegangen wird. Also wir haben ja ein Riesenspektrum, über das wir eigentlich diskutieren müssten. Und das entsteht eben aus diesem Spannungsverhältnis zwischen dem, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und wie eigentlich die Institutionen und auch die Politik in vielerlei Hinsicht stehen geblieben ist. Und das hat sich eigentlich auch entladen an diesem Streit über die Knabenbeschneidung. Da stimme ich mit Ihnen überein. Meines Erachtens war das, was die Kölner Richter gemacht haben, ein Ausdruck dessen, was Trennung von Staat und Kirche sein sollte. Uns interessiert, ob säkulare Rechtsnormen gebrochen werden oder nicht. Und in diesem Fall ist es meines Erachtens evident, dass hier Rechtsnormen gebrochen worden sind, in dem Fall insbesondere die körperliche Unversehrtheit des Kindes. Und ein säkularer Staat... Ein säkularer Staat muss sich daran halten, auch wenn das unbequem ist. Und die Lösung, die wir da gefunden haben im Deutschen Bundestag, ist auch aus einer rechtsphilosophischen Perspektive beschämend. Und das haben auch einige mittlerweile dann doch festgestellt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Urteil oder dieses Gesetz, das wir da neuerdings haben, dass das nicht lange Bestand haben wird. Ich glaube, dass wir in 30 Jahren darauf zurückschauen mit der gleichen Befremdung, mit der wir heute darauf zurückschauen, dass 1962 der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass Kuppelei, also das Vermieten eines Hotelzimmers an ein verlobtes, noch nicht verheiratetes Paar, die Förderung von Unzucht sei und dass es eben strafrechtlich verfolgt werden müsse. Das ist gerade mal 50 Jahre her und ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Gesellschaft auch weiterentwickeln wird, sodass wir, ich denke, in 20, 30 Jahren eine sehr viel säkularere Gesellschaft und eine säkulare Rechtsprechung und eine säkularere Politik haben werden. Und vernünftige Politiker, auch der FDP, sollten sich das vielleicht mal vor Augen führen. Ja, also das ist doch, das ist doch mal ein schöner Einstieg von Ihnen, vor allen Dingen, weil er handfest ist. Ich will nicht fragen, ob Sie Ihre Fans schon mitgebracht haben, aber und auch in einem Punkt war ich ganz irritiert, dass Sie gesagt haben, Sie stimmen mir dazu, was das Urteil angeht. Aber ich bin ja leider nur der Moderator in diesem Falle. Und ich hoffe, dass die anderen Diskutanten da mit einsteigen werden bei den doch handfesten Dingen. Und das ist ja für mich als Journalist auch immer wichtig, dass man Dinge handfest macht, an etwas festmacht. Und Sie haben ja sehr gute Beispiele gegeben, über die wir sicherlich gleich nachdenken. Der Ball liegt aber jetzt im Feld der Politik. Herr Schmidt-Salomon hat ihn weitergegeben auf Sie, Rupert. Wie war das mit der Hoffnung und die Politik, dass die Politik da mitmacht? Nicht? Macht die Politik mit, Herr Rupert? Also ich habe, als ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, erst mal gedacht, das Amt des Kirchen-, religionspolitischen Sprechers, des Sprechers für Weltanschauungsfragen, das sei eher eine Art Nebenamt. Und in der Legislaturperiode hat sich gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich bin auch parlamentarischer Geschäftsführer meiner Fraktion, aber einen großen Teil verwendet man durchaus auf religionspolitische Fragen. Sie erinnern sich an Debatten um Missbrauch, aber auch die Beschneidungsdebatte. Sie erinnern sich an Präimplantationsdiagnostik, islamischen Religionsunterricht und vieles mehr. Und all diese Themen sind durchaus mit breitem Raum im Deutschen Bundestag diskutiert worden und auch sehr kontrovers diskutiert worden. Ich will noch etwas einführend sagen zum Verhältnis von Liberalismus und Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Ich zitiere am Anfang mal Wilhelm Busch, wo in der frommen Helene steht, schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prasst, wo im Kreis der Liberalen man den Heiligen Vater hasst. Diese kulturkämpferische Wilhelm Busche Diktion, die Sie auch aus dem Pater Filutius oder der frommen Helene Zerrbildern einer Frömmelei sozusagen kennen, die hat Liberale im 19. Jahrhundert begeistert. Und sie haben diese Position geteilt, vielleicht aber auch etwas verkannt, dass darin eine starke Verletzung der Religionsfreiheit des Gegenübers in der Diktion liegt. Und vielleicht waren die Liberalen, die Weimarer Reichsverfassung maßgeblich in ihren staatskirchenrechtlichen Artikeln oder heute würden wir sagen religionsverfassungsrechtlichen Artikeln mitgeprägt haben, da weiser, als sie eine Trennung, das was wir zum Teil hinkende Trennung nennen, formuliert haben. Weniger kulturkämpferischen Impetus, wenn ich meinen Vorredner höre, wo ich in einzelnen Fachpunkten seiner politischen Forderungen durchaus mitgehen würde. Aber was mir fremd ist, ist sozusagen dieser etwas seinerseits kulturkämpferische Impetus, dass es eine
Haltung geben soll, dass sozusagen eine moderne Gesellschaft möglichst das Religiöse zurückdrängt. Ich glaube, eine plurale, lebendige Gesellschaft lebt gerade von religiöser auch Pluralität, auch von Menschen, die bewusst ihren Glauben oder keinen Glauben haben, also von dem pluralen Miteinander und nicht so sehr von einer Entwicklungstendenz hin zu einer eher rein säkularisierten Gesellschaft. Die FDP, das wissen viele nicht, ist die Fraktion mit der, ist die evangelischste Fraktion im Deutschen Bundestag, der ja die Fraktion mit den meisten evangelischen Christen, auch in Ehrenämtern. Das hinterlässt Spuren auch bei der Frage, wie man religionspolitische Themen diskutiert. Und die Christen in der FDP-Fraktion sind ihr größter Zusammenschluss. Also die Töne haben sich zwischen dem Papier 1974, Freie Kirche im freien Staat, und der heutigen Debatte durchaus verändert, ohne dass sich nicht genau zwei Lager, nämlich das von Herrn Zastrow angeführte und das vielleicht von Menschen wie Wolfgang Gerhardt, Hermann Otto Solms, Frau Schwetzer oder anderen eher angeführte, mit einem, sagen wir mal, moderateren, weltanschaulich neutralen Ton. Ja, ganz schönen Dank, Herr Rohe, gleich auf Sie über. Sozusagen von links auf rechts, von mir aus gesehen. Plurales Miteinander, hat Herr Rupert gesagt. Da stellt sich die Frage, wenn man Herrn Schmidt-Salomon hört, geht das ja in eine bestimmte Richtung, aber was tragen denn die Religionen dazu bei? Ich meine, kann man nicht sagen, dass die Religionen, so wie sie in unserem Staat ausgeformt sind, ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir so einen sozialen Staat haben, wie wir ihn haben. Und aus Ihrer Diktion jetzt sozusagen möglicherweise in Trippelschritten noch eine andere Religion dazukommt, über die wir erstmal nachdenken müssen und mit der wir den da ganz vorsichtig, die wir ganz vorsichtig integrieren können. Aber ist es nicht auch in einer pluralen Gesellschaft ein wichtiger, positiver Faktor, dass wir Religionen haben, die vielleicht nicht mehr so viel wie früher, aber durchdringen auf Werte, Wert legen, die sagen, das brauchen wir und auch durchaus, selbst wenn die Zahlen zurückgegangen sind, die Menschen sich daran orientieren. Könnte man sich auch ein Spektrum vorstellen, zu sagen, was wäre eigentlich, wenn wir diese Religion nicht mehr hätten, wenn wir dieses nicht mehr da hätten? Die Frage an Sie und dann auch an Sie. Nehmen Sie das, Sie müssen sich das teilen, das geht aber. Ich denke auch. Oft genug gibt es kein Entweder-Oder, also nur Säkularität, nur Religion. Ich denke, unsere Verfassung reagiert auf unsere auch spezifisch deutschen Erfahrungen. Und wenn wir es in Gegensatz setzen zum französischen System der Laizität, warum hat man in Frankreich diese doch sehr strikte Trennung zwischen Religion und Staat getroffen? Nun, das war eine politische Abwehrmaßnahme gegen eine als übermächtig empfundene katholische Kirche. Das heißt, die Kirche, die katholische Kirche wurde gesehen als Gegenpol für politische Gestaltungsfreiheit einer säkularen Gesellschaft. Wir haben hier in Deutschland eine andere historische Erfahrung. Wir haben die religiöse Pluralität blutig genug, aber dann irgendwann seit Westfälischen Frieden doch gelernt zu integrieren. Und unsere historische Erfahrung bezieht sich auch und gerade auf explizit gottlose Regimes, die den Staat selbst zu einem Instrument des Unrechts pervertiert haben. Und man hat sich nach dem Kriege besonnen, dass Religion neben ihrem Eigenwert für sich selbst auch potenziell jedenfalls eine gesellschaftsstabilisierende und auch menschenrechtssichernde Funktion haben kann. Entschuldigung, meinen Sie jetzt, dass der Nationalsozialismus ein gottloses Regime war? Aber ja. Aber nur meine Güte. Sie haben gesprochen, jetzt spreche ich bitte. Ich wollte es nur wissen. Ja, genau, und das, darüber können wir gerne noch reden. Auch der Stalinismus war nicht besonders religiös geprägt, auch der Maoismus nicht. Also die schlimmsten Schlechter der Geschichte des 20. Jahrhunderts sind nicht unter religiösen Vorzeichen angetreten. Ich rate aber gleich auch an dieser Stelle zur Entspannung. Lassen Sie uns rauskommen aus diesem Entweder-Oder. Ich will nicht behaupten, dass Religion immer diese Funktion erfüllen kann. Wir haben hässliche Gesichter von Religion gesehen, die Absolutitätsansprüche anmelden, die intolerant sind, und das gilt
gilt es aus Sicht eines säkularen Staats zu bekämpfen. Eins muss klar sein im säkularen Staat, der säkulare Gesetzgeber hat das Letztentscheidungsrecht in normativen Konflikten. Aber dann müssen wir einfach uns konkret die Lage anschauen. Und wenn ich nur das aufgreifen darf, das Beispiel, das Sie, Herr Schmidt-Salomon, erwähnt haben, die kirchlichen Arbeitgeber. Das ist in der Tat eine große gesellschaftliche Frage. Es ist, wie Sie sagen, Herr Möller, Caritas, Diakonie, diese großen Sozialsysteme, das hat schon auch einen realen Hintergrund. Da sind Leute bereit, sich einzusetzen. Da sind Leute bereit, ihre Energie zu investieren. Und es ist nicht nur das Geld, das da verdient wird. In der evangelischen Kirche spricht man von einer Dienstgemeinschaft. In der katholischen Kirche gibt es vergleichbare Begriffe. Zu einem liberalen Staat gehört auch, dass man sich unter bestimmten Weltanschaulichen, dazu zählt ja auch der Atheismus, Vorzeichen zusammenfinden darf. Parteien haben selbstverständlich das Recht, darauf zu bestehen, dass ihre maßgeblichen Repräsentanten auch die tragenden Grundsätze der Vereinigung mittragen. Und ich denke, da finden wir Lösungen. Das Recht findet Lösungen. Wir haben, und ich finde es gut, Rechtsprechung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die unterscheiden, auch bei den Kirchen danach, ob die bestimmten Personen eine tragende Funktion, eine bekenntnisleitende Funktion erfüllen, dann müssen sie sozusagen zum Club gehören oder ob sie mehr oder weniger ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Rahmen sind, ohne direkten Bezug zur Verkündigung. Und dann ist es eine gute Lösung, meine ich zu sagen, davon Abstand zu nehmen, von denen einzufordern, dass sie auf der Basis dieses religiösen Bekenntnisses stehen müssen. Also auch da haben wir doch einen großen Wandel. Ich glaube, die Hannoversche Landeskirche hat sich kürzlich entschlossen, auch diesen spezifisch dritten arbeitsrechtlichen Weg zu verlassen. Also Gewerkschaften mehr reinzulassen, das ist ohnehin ein Postulat. Ich denke, wir haben auch an dieser Front, Gott sei Dank, muss ich sagen, einigermaßen Entspannung. Ich sehe im Übrigen nicht so recht, ich weiß nicht, woher Sie die Idee haben, dass die Kirchen in bestimmten Regionen nun die Monopolisten als Arbeitgeber wären. Normalerweise hat man Ausweichmöglichkeiten. Aber es ist dennoch so, dass in der Tat wir schon unterscheiden müssen und sagen sollten, auch eine Religionsgemeinschaft kann nicht in allen Bereichen des zivilen Lebens ihre Position durchsetzen, sondern wir müssen auch hier wieder nach Maß und Grad jeweils entscheiden. Aber nochmal, und da stimme ich Herrn Ruppert sehr zu, zur Freiheit gehört auch eine gewisse Religion oder Weltanschauung, ein solches Bekenntnis zu haben und es auch institutionell kollektiv durchzusetzen. Es gibt auch kollektive Religionsfreiheit und nicht nur individuelle Religionsfreiheit, und wir müssen sie immer und immerfort abwägen gegen mögliche konfligierende Rechte. Das gilt für die Beschneidungsdebatte und das gilt für vieles andere auch. Ich glaube, wenn wir auf dieser Ebene diskutieren, werden wir immer noch unterschiedliche Meinungen zu manchen Dingen haben, aber wir werden viele praktische Konflikte entschärfen können. Ja. Ja, ich kann mich Herrn Professor Rohe eigentlich nur anschließen in diesen Punkten. Ich denke auch, dass wir im Bereich der Kirchen als Arbeitgeber in den nächsten Jahren deutliche Veränderungen sehen werden. Ich glaube, diese Diskussion ist auch intern keineswegs ausgestanden. Man muss natürlich sagen, dass sich auch die Kirchen in eine Situation inneren Widerspruchs gebracht haben. Andererseits ist es natürlich auch so, dass das eine Konstellation ist, Herr Rohe hat darauf hingewiesen, die letztlich auch bedingt ist durch die historische Konstellation, in der diese Rolle der Kirchen, der Religionsgemeinschaften in der Gesellschaft zustande gekommen ist. Und wir haben im Prinzip im Bereich von Diakonie und Caritas immer noch eine Situation gespiegelt, die herrührt aus dem 19. Jahrhundert, wo eben die Kirchen die einzigen waren, die auf breiter Basis in der Gesellschaft soziale und karitative Aufgaben wahrgenommen haben. Das es natürlich auch innerkirchlich eine Diskussion um das gibt, was Benedikt XVI. Bei seinem Besuch in Deutschland als Entweltlichung bezeichnet hat. Also die Frage, wie weit das überhaupt realistisch ist, zu erwarten, dass man von Mitarbeitern Ansprüche an die dass man Formen der Lebensführung erwarten kann, die offensichtlich nur von einer kleineren Gruppe getragen werden, ist ein Thema, das also, glaube ich, nicht nur von außen an die Kirchen herangetragen wird, sondern durchaus auch intern diskutiert wird. Ich denke auch, dass die Komponente der kollektiven Religionsfreiheit ein unaufgehbarer Teil unserer freiheitlichen Gesellschaft ist und sein muss. Ich denke aber auch, es ist die Bringschuld der Religionsgemeinschaften, eine Bringschuld, die zu fördern ist von staatlicher Seite, sich als gesprächsfähig und aushandlungsfähig zu erweisen, wenn es um die eigenen Geltungsansprüche geht. Und ich glaube, das ist eine Bringschuld, wo ich eigentlich auch mit Sorge sehe, wie sich die Situation auch in den Großkirchen
entwickelt, dass man also schon Tendenzen sieht, sich auf so einen neuen Kulturkampf zurückzuziehen und eigentlich sich selber in eine Defensivsituation zu bringen, die im Grunde auch die Bereitschaft und die Offenheit für ein plurales innergesellschaftliches Gespräch in mancher Hinsicht sehr deutlich aufgibt. Und da würde ich mir einen weitaus konstruktiveren Ansatz erwarten, wie wir den ja auch von neu hinzugekommenen oder in größerer Zahl hinzugekommenen Religionsgemeinschaften wie dem Islam erwarten und auch befördern, eben zum Beispiel durch die Etablierung von theologischen Fakultäten. Ja, danke schön, Frau Kämmerer. Herr Rupert, lassen Sie mich da. Herr Rupert, an Sie gleich weitergegeben als Politiker, Sie sind ja sozusagen dran. Wir haben ja, was mich freut, zumindest habe ich den Eindruck, den Konsens, dass wir meinen, der säkulare Staat braucht die Kirchen sozusagen, um die Kugel rund zu machen. Erst dann ist es ein Ganzes. Aber es wurde die Sorge geäußert, dass, wie gesagt, die Kirchen sich immer mehr zurückziehen. Wir haben ja auch das Problem, dass die katholischen Kirchen keinen Nachwuchs bekommen. Es mag innerkirchliche Gründe dafür geben. Aber wie äußert sich das bei Ihnen als Politiker, auch als kirchenpolitischer Sprecher? Merken Sie den Druck, der entsteht von einer neuen Religion, die kommt, den Islam, durch die Anforderungen oder durch die Forderungen, wie heute Vormittag gesagt worden ist? Haben auch die Parteien Sorgen, dass die Kirchen sich möglicherweise tatsächlich in eine Richtung entwickeln, der auch für die Politik nicht gut sein kann und für eine Demokratie? Wenn sie sich tatsächlich zurückziehen, würde ja möglicherweise ein Teil wegbrechen, der für das Ganze eben für die Demokratie wichtig ist. Wie sieht das da im politischen Raum aus? Sie haben ja Ihr Ohr, das sagten Sie auch eben, gerade an diesen Dingen und hätten nie gedacht, dass Sie das so beschäftigt. Wie sieht das praktisch aus in Ihrer täglichen Arbeit da? Ja, also ich bin jetzt bekennender Protestant, aber ich habe öfter gesagt, der liebe Gott... Die protestantische Kirche ist da nicht ausgenommen. Ja, der liebe Gott prüft mich stark, wenn er mich sozusagen in meiner Funktion als kirchenpolitischer Sprecher zum Kirchentag schickt und wenn ich dort höre, welche Forderungen theologisch ohne jede Begründung sozusagen auf einem allgemeinen Marktplatz von einem gewissen Milieu Protestantismus, aber ohne Rückbindung an biblische Forderungen, so allgemein erhoben wird. Ich war mal in Dresden auf dem Kirchentag, da wurde dafür gebetet, dass das letzte CDU-Mitglied aus dem Rat der EKD ausgeschieden ist, war ich auch bei dem Gebet sozusagen als passender Verweigerer. Sie haben eben gesagt, die meisten evangelischen Christen sind bei Ihnen, nicht in der FDP. Ja, aber so jetzt könnte ich Ihnen dazu Beispiele nennen, wo ich schon den Eindruck habe, wenn Kirchen ihren Rang in der Gesellschaft und wenn Diakonie und Caritas ihre Mitwirkung einfordern, dann müssen sie auch deutlich machen, wo ihre spezifische sozusagen religiöse Identität eigentlich liegt. Wenn sie nur ein Teilnehmer an einem Sozialmarkt sind, dann wird es schwer zu rechtfertigen, warum sie gewisse Vorrechte oder beziehungsweise Regelungen in eigenen Angelegenheiten treffen dürfen. Und da habe ich schon in vielen Bereichen Anfragen an beide Kirchen, weil ich den Eindruck habe, dass wenn Sie beispielsweise eine Einrichtung der Diakonie in Brandenburg nehmen, die ich jüngst besucht habe, wo noch 4% der angehörigen Mitarbeiter Mitglied der Kirche sind, wo aber allgemein die Regeln der Kirche angewandt werden sollen, auch auf alle Nichtangehörigen, dann frage ich schon, ist das noch haltbar? Und dann würde ich sagen, das ist sicherlich nicht mehr haltbar. Und da glaube ich, in 20 Jahren oder 15 Jahren wird sich im kirchlichen Arbeitsrecht wird sich einiges geändert haben müssen oder die Kirchen werden dort an Terrain verlieren. Das ist jetzt schon sozusagen das Maximum an Kirchenkritik, das Sie von mir als durchaus überzeugten Christen hören. Aber daran leidet man im Alltag, auch im politischen Alltag, wenn einfach keine theologische Bildung, keine Fundierung, keine historische Kenntnis mehr da ist. Und da begeben sich Kirchen zum Teil in ein Feld der Beliebigkeit und das macht sie angreifbar. Danke sehr. Herr Schmidt-Salomon, da stellt sich mir die Frage, erstens, weil Sie mit Werf eben da so reingegangen sind, geht Ihnen der Wandel im Hinblick darauf, wie Sie sich es vorstellen, zu langsam? Oder könnten Sie sich auch vorstellen, zum Beispiel bei Kindergärten, dass möglicherweise die Religionsgemeinschaften, die Kirchen,
eben auch über die Erziehung, wenn man an kleine Kinder herankommt, durchaus das weitergeben wollen, was sie an Glaubensvorstellungen haben. Da ist es ja einfach. Würden Sie da auch sagen, das geht eigentlich nicht, wenn also in katholischer oder evangelischer Trägerschaft so ein Kindergarten ist, würden Sie das ausgrenzen und sagen, da haben die Kirchen eigentlich auch nichts zu suchen? Es ist natürlich einfacher bei Krankenhäusern, da geben die Kirchen keinen einzigen Cent zu und verlangen trotzdem, ja, dass selbst Anästhesistinnen Mitglied der Kirche sind und sich an die jeweiligen Vorgaben halten, obwohl sie sicherlich keinen Verkündigungsauftrag haben. Also es ist ja, das verändert sich langsam, aber meines Erachtens viel zu langsam. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir da zu wenig Transparenz haben. Auch sicherlich damit zusammen, dass ein Drittel aller Bundestagsabgeordneten gleichzeitig auch noch irgendeinen Aufsichtsratsposten bei Caritas und Diakonie hat. Also das ist so, das ist vor kurzem erst gemeldet worden. Und das sind nicht alles glauben. Naja, aber doch, glauben kann man alles, aber ist nicht alles wahr. Schauen Sie sich an, wie hier gehandelt wird. Es gab 1998 ein wunderbares Gutachten der Monopolkommission, wo man sich genau mit diesem Bereich der Wohlfahrtspflege auseinandergesetzt hat und kritisiert hat, dass hier eben kein Markt vorherrscht. Die großen Wohlfahrtsverbände und hier vor allen Dingen die Giganten Caritas und Diakonie, die müssen quasi Politiker umwerben und nicht ihre eigenen Kunden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem mit vielen, vielen Folgekosten, die wir haben. Und es ist auch ausgerechnet worden, wenn der Staat jetzt nicht Caritas und Diakonie beschäftigen würde, sondern es selbst in die Hand nimmt, oder aber, was die bessere Lösung wäre, sicherlich auch gerade in der FDP favorisiert werden sollte, wenn kleine private Anbieter auf den Markt kommen, dann hätte das für den Staat keine Mehrkosten, sondern er könnte tatsächlich Jahr für Jahr Milliarden sparen. Das heißt, es ist ja nicht so, wir brauchen in Deutschland in der Wohlfahrtspflege keine Wohltäter, sondern wir brauchen professionelle Anbieter. Und damit es professionelle Anbieter gibt, muss es einen Markt geben, wo jemand auch vom Markt verschwinden kann, wenn seine Angebote nicht gut sind. Und damit komme ich jetzt zu den Kindertagesstätten. Das ist ein Markt, wo jetzt mittlerweile viele kleine private Anbieter auftauchen, auch deshalb, weil das ein Geschäft ist, das sich für die Kirche nicht ganz so lohnt. Aber sie haben natürlich ein Interesse daran, ihre Vorstellungen, ihre Verkündigung, ihre Glaubensinhalte weiterzugeben. Nun ist der Kindergarten, wie wir mittlerweile das doch definiert haben, eben nicht nur eine Institution, wo Kinder aufbewahrt werden, sondern ist eine Bildungsinstitution. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, welchen Bildungsauftrag hat der Staat? Und ist es tatsächlich so, dass, ich meine, die Eltern dürfen ihre Kinder erziehen, wie sie wollen, auf der Basis ihrer jeweiligen Werte. Nur ist es tatsächlich so, dass der Staat diese weltanschauliche Perspektivverengung in seinen Bildungsinstitutionen unterstützen sollte. Darüber müsste man zumindest mal nachdenken. Wir gehen ja immer davon aus, es gäbe katholische, protestantische, muslimische Kinder, aber die gibt es genauso wenig, wie es sozialdemokratische, liberale, grüne und linke Kinder gibt. Und deswegen ist es auch fraglich, ja, ob wir, ich denke, das wird sich wandeln in den nächsten Jahrzehnten, dass wir weiter so verfahren, wie wir verfahren, dass Kinder im Kindergarten auch gegen den Willen ihrer Eltern die Auferstehung Jesu nachspielen müssen mit Puppen. Oder dass sie im Religionsunterricht selektiert werden nach ihren Herkunftsfamilien und nicht gemeinsam über die grundlegenden Fragen des Zusammenlebens und auch der Religion und so weiter sprechen. Also meines Erachtens zeigt alles darauf hin, dass wir künftig wahrscheinlich es eben nicht mehr so hinnehmen werden, dass Schulen und Kitas Tendenzbetriebe sind. Würden Sie dem zustimmen, Frau Kemmerer? Und zwar im Hinblick darauf vielleicht noch ergänzend, ich habe mich ja sehr zurückhalten müssen, es gibt ja auch die negative Glaubensfreiheit, ich muss ja mein Kind gar nicht in einen konfessionellen Kindergarten geben, ich kann ihn doch woanders hingeben, das ist eine Vorgabe hier. Nur Moderator, Entschuldigung, ja, ich wollte nur fragen, wie Sie das sehen. Das ist doch nicht wahr. In Trier gibt es 85 Kitas, davon sind 75 in katholischer Hand. Sie haben gar nicht die Möglichkeit, in anderen Kita zu kommen. Ja, dann soll die Kommune mal was anderes machen. Nein, ich bin... Entschuldigung. Frau Kemmerer. Ja, also ich denke, auch hier wird es eine stärkere Ausdifferenzierung geben. Ich würde Herrn Schmidt-Salomon zustimmen, dass es problematisch ist, dass wir Regionen haben, wo es faktisch wenig Wahlmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, da auch eine stärkere Pluralität in der Gesellschaft in der Weise
abzubilden. Gleichwohl bin ich schon der Meinung. Ist der Staat daran gehindert? Ist die Gemeinde daran gehindert, das zu machen? Nein, es gibt ja Fälle, es gab jetzt mal neulich einen spektakulären Fall, ich glaube im Rheinland, wo sich eben die Eltern eines Kindergartens entschlossen haben, aus der kirchlichen Trägerschaft auszusteigen und in die Trägerschaft der Gemeinde das Ganze zu überführen. Und ich denke, wenn das so gewollt ist von der Elternschaft einer Einrichtung und offensichtlich die kirchliche Identität der Einrichtung nicht mitgetragen wird, dann finde ich das auch durchaus legitim. Gleichwohl denke ich, sollte es so sein, dass wir auch künftig ein breites Angebot an konfessionellen Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen haben. Und ich bin auch der Meinung, dass es durchaus christliche, muslimische oder jüdische Kinder gibt. Ja, Herr Rohe, nachgefragt nochmal, was hier bestritten wird in Kirchen, wird gewissen Einrichtungen wie der AWO ohne Kritik zugestanden. Messen wir da nicht hier, zumindest wenn ich das Herrn Schmidt-Salomon richtig verstehe, mit zweierlei Maß? Also bei Herrn Schmidt-Salomon habe ich an der Stelle tatsächlich... Es ist behauptet worden, in Karlsruhe gäbe es nur die AWO, da gäbe es nichts anderes, hat mir heute jemand gesagt. Also ich würde gerne anknüpfen an diese Idee vom Markt der Möglichkeiten. Ja. Den haben wir. Es ist niemand daran gehindert, eine religiöse oder weltanschaulich orientierte Einrichtung zu errichten. Und deswegen fände ich es eigentlich auch gut, sich weniger darauf zu kaprizieren, zu sagen, die Religiösen sollen jetzt weg, sondern doch lieber selber was aufzubauen. Das ist möglich. Der Humanistische Bund macht in Berlin dieses und jenes. Das heißt einfach am Markt teilnehmen, statt sich darüber zu beklagen, dass es bestimmte Anbieter am Markt nicht gibt. Wenn wir Ihre Forderungen verfolgen wollten, müssten wir die deutsche Verfassung ändern. Das kann man tun mit Zweidrittelmehrheiten. Aber da müssten wir schon ziemlich in die Urgründe eingreifen. Und noch um Herrn Möllers Frage noch mal von vorher aufzugreifen, es lohnt sich, wenn man Dinge reformiert, sich zu überlegen, wo werden wir voraussichtlich dann stehen. Und es ist keineswegs so, dass es ein Nullsummenspiel ist. Ich will mich jetzt nicht in Zahlen verlieren, da gibt es unterschiedliche Angaben, aber wir wissen jedenfalls, dass in erheblichen Teilen des sozialen Engagements der Kirchen jedenfalls ein gewisser Prozentsatz durch die Gemeindemitglieder, durch die Kirchensteuerzahler oder die anderen, die das Geld innerkonfessionell aufbringen, mitgetragen werden. Das heißt, ein Stück weit wird schon zugebuttert, das müsste man dann von staatlicher Seite mitfinanzieren. Also da gibt es schon auch die prosaische Seite des Ganzen. Und im Übrigen, bei allem Respekt, die Situation, die Sie schildern, scheinen mir ein Zerrbild vor allem der Vergangenheit zu sein. Auch der konfessionelle Religionsunterricht geht respektvoll mit anderen Religionen und Weltanschauungen um. Das ist ein Bestandteil der Curricula, dass man sich mit den anderen mit Respekt beschäftigt. Gute Lehrerinnen und Lehrer versuchen auch, die anderen mal mit ins Boot zu holen, was Gemeinschaftliches zu machen. Da gibt es manchmal Schwierigkeiten jetzt mit den Lehrdeputaten und ähnlichen Dingen mehr, aber das wird auch gemacht. In unseren konfessionellen Kindergärten, in den Großstadtvierteln mit sozial eher schwierigen Verhältnissen haben wir einen ganz, ganz großen Anteil von Kindern, die nicht dieser Religionsgemeinschaft angehören, da kriegen wir eher schon Debatten in den christlichen Gemeinden darüber, ob man auch das muslimische Zuckerfest und ähnliches mehr begehen sollte in einem solchen Kindergarten, was schon geschieht. Das heißt, aus meiner Sicht stellt sich wirklich die Grundfrage. Dafür darf der Nikolaus nicht mehr kommen. Ja, ja, also wobei, also da gibt es manchmal aber auch Horrorgeschichten, wenn man versucht, die zu verifizieren, dann kommt man ins Nirvana. Mir scheint, wir sind auf einem guten Wege, wie Sie auch gesagt haben, eine Pluralisierung voranzutreiben, eine Binnenpluralisierung, den anderen zu respektieren, und wir versteifen uns manchmal vielleicht zu sehr auf die Rahmenbedingungen. Ist der Unterricht nun konfessionell oder ist er nur beschreibend? Am Ende hängt es doch an der Lehrerpersönlichkeit, wie die Dinge wiedergegeben werden, wie es glaubhaft ist. Und ich denke, wir sollten schon auch ernst machen mit dem Postulat der Verfassung, Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist geschützt. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dieses andere auch mit hineinzunehmen. Und vielleicht haben wir mehr an Gemeinschaftsanliegen an dieser Stelle, denn der demokratische Rechtsstaat gibt uns Prozedurales an die Hand, gibt uns sichere Rahmenbedingungen, aber das Leben mit Inhalt füllen, das müssen wir schon selber noch mit unseren Überzeugungen, und trotz aller Kritik, die wir im Einzelnen machen können, meine ich, dieses System, das sich über Jahrhunderte bei uns herausgebildet hat, hat sich doch in großen Stücken bewährt. Also nochmal, stellen wir uns einfach vor, wir hätten es jetzt nicht mehr.
Ein letzter Satz in diesem Zusammenhang. Ich habe viel gelernt von einer britischen Religionssoziologin, Grace Davey, die für England festgestellt hat, es gibt eine Menge Leute, die selbst nicht mehr glauben, also zu den dogmatischen Seiten des Glaubens keinerlei Beziehung mehr haben, die aber ganz froh darüber sind, dass es noch ein paar gibt, die das weitertragen. Vicarious Religiosity, stellvertretende Religiosität. Die gehen nicht in die Kirche, aber sie wollen, dass die Kirche bleibt. Die Frage wird sich also stellen, können wir dieses im Grunde doch positive Grundklima uns erhalten, indem wir auch den anderen faire Zutrittschancen eröffnen? Und damit meine ich auch, aber nicht nur Muslime oder Juden, die schon lange da sind oder andere, sondern durchaus auch Weltanschauungsgruppierungen. Ich setze mich an meiner Uni dafür ein, dass wir endlich einen Feuerbach-Lehrstuhl kriegen, einer der großen atheistischen Denker des 19. Jahrhunderts. Also da können wir uns schon noch öffnen an der Stelle, aber wir sollten das, was wir haben, nicht leichtfertig jedenfalls beiseite wischen. Ja. Wollen Sie direkt darauf antworten, Herr Schmidt-Salomon, oder sonst würde ich gerne Herrn Ruppert noch fragen. Ich bin freundlich. Ja, Herr Ruppert, was mich immer umtreibt ist, Herr Rohr hat das ja eben angesprochen, tatsächlich mal durchgerechnet, ich komme immer wieder darauf zurück, was wäre, wenn sich die Kirchen aus den sozialen Einrichtungen zurückziehen würden? Das müssen Sie doch als Politiker mal durchdacht haben. Was passiert dann tatsächlich? Bricht der Sozialstaat zusammen? Hätten wir große Probleme? Also was ich lese, Sie können das bestätigen oder auch dementieren, ich weiß es eben nicht, vielleicht helfen Sie mir da, dass es dann riesige Probleme in unserem Sozialstaat gibt, wenn sich die Kirchen aus diesen Einrichtungen, Krankenhäusern, Kindergärten, auch Caritas, Diakonie zurückziehen würden. Das könnte der Staat nicht leisten. Und Herr Rohr hat auch einen Punkt angesprochen, den finde ich, sollte man auch noch mal berücksichtigen, dass gerade auf kommunaler Ebene oder auch auf regionaler Ebene es doch Krankenhäuser gibt in Trägerschaft der Kirchen, die durchaus mit viel Ehrenamt eigentlich auch gemacht werden, beispielsweise. Also wie die Frage, wenn das weg wäre, wäre unser Sozialstaat gefährdet? Ja, also dass das sehr Ehrenamt mitgetragen wird. Natürlich finden Sie keinen ehrenamtlichen Anästhesisten, den Sie genannt haben, aber Sie finden natürlich Leute, die Kranken besuchen. Sie finden Mitwirkung in meiner Gemeinde an sehr, sehr vielen Einrichtungen. Es ist ein Unterschied, ob meine Tochter in unseren Kindergarten gehen wird, weil dort sehr viele Leute aus der Gemeinde sich einbringen und Ehrenamtliches leisten. Ich warne aber davor, sozusagen es nur von der Seite her, können wir das organisieren oder können wir das nicht organisieren? Natürlich könnten wir das auch organisieren. Ich bin auch der Überzeugung wie Sie, dass es dann deutlich teurer würde, aber es wäre organisierbar. Die Frage ist, was hätten wir damit gewonnen? Da hätte ich so meine Zweifel, ob wir da wirklich einen großen Menschheitsfortschritt in die säkulare Moderne erzielt hätten, sozusagen einen großen Schritt nach vorne, um nicht vom großen Sprung nach vorne zu sprechen, der in eine Moderne zielt, die dann sozusagen frei von diesen kirchlichen Einflüssen ist. Da glaube ich nicht, dass wir etwas dran gewonnen hätten. Trotzdem, und da würde ich Ihnen im Teil zustimmen, sind Diakonie und Caritas im Wettbewerb nicht so ausgesetzt wie andere Anbieter. Es gibt schon Vorteile im Markt, die allein darauf beruhen, dass es sich um kirchliche Träger handelt. Und wenn Sie mal fragen, warum ein Kindergartenplatz in der Gemeinde A so viel kostet oder in der Gemeinde B so viel kostet, hat das nicht immer nur damit zu tun, dass in der einen Gemeinde die Mieten teurer sind, sondern einfach mit fehlenden Marktsituationen. Die einen können andere Preise durchsetzen als andere, weil der Markt nicht so offen ist, zum Teil zumindest in Regionen, wie man manchmal denkt. Oder die Kitas werden aus Baden-Württemberg finanziert, während die Länder, die dann kostenlos ausgeben, bezahlen die Eltern hier dann das Geld dafür. So kann man es auch sehen. Sie könnten doch auf diese, ich weiß nicht, ob das eben Ihr Punkt war, Sie, bei den Staatsleistungen, das ist ja ein Punkt, wo es virulent wird. Nur da wird immer so getan, als ob das ein Gnadenbrot oder ein Akt der Privilegierung ist, es ein Rechtsanspruch der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, den wir ablösen sollen. Und das haben wir in Hessen beispielsweise unter einer CDU-FDP geführten Regierung bei den Baulasten gemacht. Sehr erfolgreich und auch sehr zu beiderseitiger Zufriedenheit. Also es ist ein Anspruch, den wir durchaus als Staat erheben sollten, aber nicht im Wege des Dekrets, sondern des Gesprächs, wie das eben bei Rechtsansprüchen mit zwei Seiten und zwei Berechtigten der Fall ist. Also das habe ich auch neulich im Deutschen Bundestag gesagt. Ist ein Thema, was wir unbedingt angehen sollten, aber
eben auf Augenhöhe. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Herrn Rohe noch mal zum Schluss das Wort geben, denn er muss gleich weg. Der Zug wartet unpünktlich, pünktlich, wie die Bahn ist, wie er heute erwähnt hat. Ich würde ihn gerne entlassen. Sie haben ja uns heute wenn man so will, in den Islam eingeführt. Gibt es da von Ihrer Seite noch, Sie haben zwar eben schon darauf hingewiesen zur Integration, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, worauf man sozusagen in einer säkularen Welt achten sollte, außer dass wir sagen, wir sollen die Angst abbauen, wir müssen nicht mehr so viel Angst haben, aber vielleicht doch noch mal einen Satz dazu. Ich habe das eben in der Diskussion während der Mittagspausen, auch im Nachmittag erlebt, so ganz trauen die Leute Ihnen nicht und Ihrem Optimismus. Vielleicht können Sie da noch mal ein, zwei Sätze nachlegen, bevor ich diese mit großem Dank entlasse. Also mein Optimismus speist sich erstens aus langer persönlicher Erfahrung. Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Thema hauptamtlich beschäftigt. Ich habe viele Jahre meines Lebens in orientalischen Ländern verbracht. Ich habe vor allem auch sehr viele Kontakte mit Musliminnen und Muslimen in diesem Lande. Aber das sind selektive Erfahrungen. Ich beackere das auch wissenschaftlich. Wir können mittlerweile nachweisen, wirklich durch belastbare Angaben, durch belastbare Zahlen, dass ein sehr großer Teil der Musliminnen und Muslime, die hier unter uns leben, im Grunde in diesen wesentlichen Grundfragen des staatlichen Zusammenlebens mit uns auf einer einheitlichen Linie sind. Das ist einfach so. Und ich kann eigentlich alle nur ermuntern, gehen Sie auf Menschen zu. Fragen Sie sie. Fragen Sie aber nicht so, also es ist manchmal auch eine Frage der Kommunikation, wie geht man miteinander um? Viele werden nervös, wenn sie gefragt werden, wie ist es mit dir, du bist Muslim, Terrorist, ja oder nein? Also das hört man nicht gleich gerne als zweite Frage, sondern dieses teilnahmsvolle Beobachten. Ich setze insbesondere auch große Hoffnung auf die Jugendlichen, für die gerade auch in großen Städten es eine Selbstverständlichkeit geworden ist, da miteinander zusammenzuleben. Da wird es manchmal auch ruppig, wenn ich so einen Jungen höre, der dann zum Thema Kopftuch sieht, sieht doch scheiße aus, oder? Entschuldigung, aber es war ein wörtliches Zitat. Das muss man nicht so nicht inhaltlich so finden, aber es bringt irgendwie so die Sache auf eine natürliche Ebene des Normalen. Also man nimmt den anderen wahr als vielleicht mal etwas anderes, aber nicht als etwas strukturell anderes, sondern in irgendeinem Punkt ist man unterschiedlicher Auffassung. Ich kann nur raten und dazu einladen, gucken Sie selber um sich rum und vielleicht nehmen Sie vor allem wahr, die schlechten Nachrichten sind halt die, über die wir diskutieren. Das kritisiere ich nicht, das ist das Normale. Aber der Präsident, beide Präsidenten, die letzten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, unterschiedliches politisches Couleur, haben übereinstimmend gesagt, es wäre schön, wenn wir insgesamt in der Bevölkerung wahrnehmen würden, bei allen Problemen, wie viel gute Normalität wir in diesem Lande schon haben. Und wenn wir das dann wägen gegen die anderen Probleme und Risiken, dann kriegen wir einfach eine realistischere Einschätzung der Dinge. Und jetzt führt mein Optimismus mich dazu, davon auszugehen, dass der Zug pünktlich abfährt. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich dieses Podium verlasse. Ja, aber den Dank nehmen Sie noch mit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Rohe. Vielleicht noch einen Satz. Wir haben alle nur noch nicht gemerkt, dass wir als Muslime geboren sind. Das wissen wir halt noch nicht, wie Sie das zu Anfang geäußert haben. Herzlichen Dank für Ihren erfrischenden Vortrag und die Diskussion. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Ausblick von Professor Rohe in einem Teilaspekt, der ermutigend ist, vielleicht sollten wir es wirklich machen, aber auch mit der kritischen Distanz, die wir hier durchaus in der Diskussion gefunden haben. Ich erwähnte eben schon, zumindest einen Ansatz scheinen wir alle zu teilen, dass in einer säkularen Gesellschaft die Religionen gebraucht werden, ob zum Stabilisieren oder wozu auch immer, aber sie sollte da sein. Selbst bei aller Kritik, die hier angebracht wird, würde ich jetzt gerne von Ihnen nochmal oder würde gerne das Wort in die Diskussionsrunde geben. Das, was heute bei den einzelnen Vorträgen, ich bitte um Nachsicht, sozusagen hinten rüber gefallen ist, dass das jetzt nochmal vielleicht gefragt werden kann an die Diskutanten, denn in dem einen oder anderen Fall hatte ich ja aus Zeitgründen, das bitte ich nochmal zu entschuldigen, nicht abgewürgt, aber gesagt, wir müssen jetzt Schluss machen. Wir haben zunächst hier, dann dort und hier. Und auch zunächst hier. Ich wollte zur körperlichen Unversehrtheit noch was sagen. Ich bin selber beschnitten worden, weil meine Eltern gewusst haben, in der Familie gibt es oft Entzündungen am Penis, beim Jungen. Bin ich also als ganz kleines Kind beschnitten worden, ohne dass ich zugestimmt habe,
ohne dass ich es heute weiß, war ich gemeint, der Arzt hat mich damals sehr schonend beschnitten, damit ich nicht wie ein Jude aussehe. Mein ältester Sohn, der hat dann tatsächlich im Urlaub eine Entzündung am Penis gekriegt. Und es gehört zu meinen schlimmsten Erinnerungen, wie der geschrien hat, als der Arzt dann diesen entzündeten Penis behandeln musste. Die zwei folgenden Söhne, die sind dann gleich beschnitten worden, die haben keine Entzündung mehr gekriegt. Und ich meine, was ist da körperliche Unversehrtheit? Wenn ein Kind auf die Welt kommt, das irgendeine angeborene Krankheit hat, das muss behandelt werden. Und ich meine, ich nehme an, dass die arabischen Länder, wo die Beschneidung eben üblich ist, da gewisse traditionelle Erfahrungen auch hatten, so wie ich. Ja, danke schön. Vielleicht sollen wir die Sache. Ich kann dazu ganz kurz, schnell wir haben ja antworten. Hier auch Juristen, da kann man vielleicht einen Satz dann auch dazu sagen. Ich kann sogar als einer der wenigen Männer, die im Alter von 15, 16 beschnitten worden sind, Ihnen sagen, dass es etwas sehr Schmerzhaftes ist, woran Sie sich dann glücklicherweise nicht erinnern können, wenn das früh bei Ihnen passiert ist. Nur, es ist ja so, es gibt mittlerweile ja Untersuchungen dazu, die Gefahren, die ausgehen von der Beschneidung, sind höher als die Gefährdungen, die man aufheben kann, wenn man beschneidet. Ja, also diese Argumentation greift in dieser Hinsicht nicht. Da gab es viele Debatten, aber mittlerweile ist das außer in den USA Konsens, dass die Beschneidung nicht medizinisch hilfreich ist. Aber gut. Herr Robert, vielleicht können wir kurz zu der Strafrechtlichen. Ich will jetzt, also ich habe diesem Beschneidungsgesetz sozusagen zugestimmt, aus vollster innerer Überzeugung. Weil in der Abwägung drei Grundrechte oder einige Gedanken eine Rolle spielen sollten. Das ist das elterliche Erziehungsrecht, die körperliche Unversehrtheit und aber auch die Frage der Religionsfreiheit. Und ich glaube, dass die Kölner Richter das in keiner Weise in ein richtiges Abwägungsverhältnis gebracht haben. Ich glaube auch nicht, dass wir in 20 oder 30 Jahren dann das Land der Welt sein, was eine Strafbarkeit der Beschneidung vorsehen wird, entgegen allen anderen Ländern auf dieser Welt, sondern vielleicht kommt in Norwegen, werden wir mal abwarten. Ich glaube, das ist ein Indikator dafür, dass Religionsfreiheit als Grundrecht von Einzelnen, die das sehr kritisieren, eben doch nicht mehr so ernst genommen wird und mit Wert gefüllt wird. Es ist immerhin auch ein wichtiges Grundrecht unserer Verfassung. Und mein Eindruck ist, dass die Bereitschaft, das in der einen Seite der Waagschale mit Gewicht zu versehen, bei den Kritikern der Beschneidung nicht mehr sehr hoch ausgeprägt ist. Also ich glaube, der Bundestag hat nach sehr guter, erst zu schneller Reaktion, dann ein sehr gut abgewogenes Gesetz beschlossen. Ja. Dankeschön. Eins muss ich dazu sagen, die Religionsfreiheit von... Also einer derjenigen, der die Kampagne, die wir gemacht haben zu Selbstbestimmungsrechten von Kindern im Falle auch der Beschneidung unterstützt hat, ist ein ehemaliger Muslim, der sagt, meine Religionsfreiheit ist gerade dadurch beschnitten worden, dass man mich einfach mit diesem Signum, diesem Zeichen einer Religion versehen hat, die ich eben nicht teile. Ja, und das heißt, diese Frage der Religionsfreiheit ist nicht so einfach zu beantworten, wie Sie sie stellen, weil Sie stellen das elterliche Sorgerecht über die Religionsfreiheit des Kindes. Und so einfach ist die Sache nicht. Und zurückholen lässt sich die Sache auch nicht mehr. Aber Frau Kämmerer, wollen Sie dazu noch was sagen? Vielleicht nicht? Prima. Das Fass will ich auch nicht aufmachen. Wir könnten die anderen Beispiele nehmen, Herr Robert, mit den Zeugen Jehovas und der Bluttransfusion. Wir haben die verfassungsrechtlichen Entscheidungen dazu. Also, nicht da Impfungen, es lässt sich da vieles. Nicht hier. Hier gab es noch Fragen dahin. Ja, und dann da. Hier war aber auch noch jemand. Bei den bisherigen Überlegungen scheint mir der Bildungsauftrag des Staates hinsichtlich der Verständlichmachung der kulturellen Prägung unseres Volkes und auch der Europäischen Union und des Westens
zu kurz zu kommen bzw. gar nicht erwähnt zu werden. Die Kirchen tragen einen großen Beitrag im Hinblick darauf, zu vermitteln, welche kulturellen Inhalte seit 1000, 1500 Jahren und so weiter hier bis heute indirekt wirksam sind. Und würde das nicht lebendig und flächendeckend und auch mit Bezug zu einer Praxis dargelegt werden, dann bliebe es unverständlich und wir würden wir blinde über große Dimensionen unserer Kultur hinweggehen, ohne zu ahnen, womit wir zu tun haben. Dankeschön. Ja, ja. Auch darauf muss ich schnell was sagen. Wenn Sie sich mal anschauen, also das, was die modernen Rechtsstaat ausmacht, ja, also Montesquieu, die Gewaltenteilung, sofort auf dem Index der verbotenen Schriften der katholischen Kirche gelandet. Rousseau, der hier zitiert wird mit dem Gesellschaftsvertrag, sofort dort gelandet. Können Sie auch sagen, wann das war, in welchem Zeitalter? War das jetzt vorgestern oder das wann? Das ging bis ins 20. Jahrhundert hinein, musste der Antimodernisten-Eid geschworen werden von jedem katholischen Theologen, dass man sich eben nicht solchen verbrecherischen Dingen wie den Menschenrechten, der Demokratie und der Gewaltenteilung unterwirft. Und wenn Sie sich anschauen, die Diskussion über unsere Verfassung, da hat die katholische Kirche versucht, die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verhindern. Insofern würde ich sagen, dass, also es gibt viel, später dann noch, als die Strafrechtsreform in den 60er Jahren war, hat man versucht, lieber Schmidt, Salomon, wir sollten nicht innerkirchliche Dinge mit den staatlichen Dingen vermischen. Gut, doch, weil hier behauptet wurde, dass das wesentlich ist, also mindestens ebenso wesentlich ist die Tradition der Aufklärung, des Humanismus, der Freigeistigkeit. Schauen Sie sich an, welche Autoren die fundamentalen Rechtsnormen geprägt haben, unsere Gesellschaft, und dann schauen Sie sich an, ob die eine starke religiöse Prägung hatten oder eine weniger starke religiöse Prägung und wie die religiösen Institutionen mit diesen Autoren umgegangen sind. Da werden Sie feststellen, dass die ganz kleine Gruppe von relativ religionsfreien Menschen im 17., 18., 19. und auch noch im 20. Jahrhundert einen großen Einfluss darauf hatten, dass sich diese Gesellschaft so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ja, im Nachhinein kann man über die Dinge immer gut reden, nicht, wenn man so 200, 300 Jahre weiter ist. Ja, ich glaube, und Einstein, Nietzsche, Freud und nicht oder Mill. Aber bleiben wir bei Ihrer grundsätzlichen Anmerkung, ich will nicht sagen der Geschichtsvergessenheit, aber dass wir, so habe ich jedenfalls den Herrn verstanden, dass wir zu wenig auf die Geschichte gucken, was wir tatsächlich an Positivem bekommen haben. Wir immer nur kritisieren, ohne mal zu sehen, was ist an Positivem auf uns zugekommen. Ja, ich würde auf Herrn Schmidt-Salomon kurz antworten wollen oder zu bedenken geben wollen, dass natürlich heute das Archiv der Indexkongregation, in dem die verbotenen Bücher behandelt wurden und die Prozesse über die Bücherverbote dokumentiert sind, eine der wichtigsten Quellen für die abendländische Geistesgeschichte ist. Also zumindest in der historischen Perspektive ist das eine sinnvolle, ein sinnvolles Prozedere gewesen und erfüllt eigentlich genau den Bildungsauftrag, der hier eingefordert wurde. Ich habe Ihre Frage auch in einem weiteren Sinne verstanden und ich denke, Sie berühren damit ein Problem, das wir vielleicht noch im Moment gar nicht in seiner ganzen Tragweite absehen, nämlich den Verlust auch an Geschichtsbewusstsein, das damit einhergeht, dass es eben eine völlige Austrocknung auch des Wissens um das, was Sie abendländische Traditionen genannt haben, man kann sagen, christliche Traditionen geht. Das sind Dinge, die eigentlich auch im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrags immer noch als Inhalte vorausgesetzt werden, die irgendwie familiär oder von den Kirchen oder wo auch immer vermittelt werden. Und wenn Sie heute in ein Museum gehen und Sie lauschen mal den Leuten, was die sich so erzählen, wenn die sich in irgendeinem großen europäischen Kunstmuseum ansehen, was da an Bildern ausgestellt wird, dann muss man doch sagen, dass vieles, was unsere historische Tradition ausmacht, gar nicht mehr gelesen und gedeutet werden kann. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft darüber nachdenken und sind gefordert, wie wir damit umgehen. Aber das bedeutet natürlich auch,
dass wir in der interkulturellen Perspektive schauen, wie sieht es denn aus mit Traditionen, die schon immer kulturelle Berührungspunkte zum Beispiel zwischen dem Westen und dem Islam markieren, weil möglicherweise die Beschäftigung mit solchen historischen Strömungen es uns auch oder Begegnungen es uns auch heute leichter macht, mit den kulturellen Encounters, also mit den Begegnungen und Verflechtungen, mit denen wir heute umzugehen haben in unserem Alltag, klarzukommen. Ja. Frau Gemmer, danke schön. Jetzt haben wir hinten noch, wenn es geht, kurz, weil sonst laufen mir die Diskutanten ja alle weg, weil die Züge wegfahren. Ich mache es kurz. Die Diskussion über die Tendenzbetriebe unterstellt ja, als ob es sowas Ähnliches wie kirchliche Institutionen gäbe. Die gibt es ja überhaupt gar nicht, diese kirchlichen Institutionen, denn diese sogenannten Institutionen werden ja nahezu ausschließlich vom Staat finanziert. Der Staat finanziert die Kirchen jährlich mit 20 Milliarden und die meisten Institutionen werden ausschließlich durch Staatsgelder betrieben. Und solange diese Institutionen durch Staatsgelder betrieben werden, können sie keine kirchlichen Institutionen sein. Und es ist für mich ein Tatbestand der Heuchelei, wenn diese Institutionen, die wirklich gar keine kirchlichen Institutionen sind, das Recht haben, sich als Tendenzbetrieb zu bezeichnen. Das ist für mich heuchlerisch. Mhm, danke. Herr Ruppert, wollen Sie kurz dazu antworten? Sie haben ja leicht den Kopf geschüttelt. Ja, also ich will nur sagen, müsste man je nach der Einrichtung sehr unterschiedlich betrachten. Es gibt Einrichtungen, die einen starken eigenkirchlichen Anteil haben, beispielsweise in meiner Stadt Oberursel, wo ich herkomme, liegen die noch etwa bei 18%. Kann man sagen, das ist vielleicht nicht die Mehrheit oder so in den Kindergärten, 18% Eigenanteil, während wir beispielsweise freien Trägern im Kindergartenbereich überhaupt keinen einzigen Cent mehr sozusagen bekommen. Also wenn der Kindergarten vom IB oder von der AWO betrieben wird, wo durchaus auch ein gewisses Leitbild mit verbunden ist, bringen diese Einrichtungen keinen einzigen Cent in die Einrichtung ein, während die Kirchen immerhin noch 15% bzw. 18% dort finanzieren. Andere Einrichtungen, haben Sie recht, die laufen fast zu 100% durch staatliche Finanzierung. Also da wäre mein Plädoyer eher auch genau hinzuschauen, und sich dann zu überlegen, ob dieses kirchliche Arbeitsrecht in der jeweiligen Einrichtung eigentlich noch zeitgemäß ist. Da bin ich in der Tat der Meinung, in 20 Jahren wird sich daran etwas getan haben, nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht, aber auch europäischer Rechtsprechung. Ja. Aber so pauschal würde ich es dann doch nicht stehen lassen wollen. Dankeschön. Herr Ortloff, Sie wollten noch eine Frage stellen, kurz und knackig. Hier, kommt. Ganz kurz, wir haben das Thema Beschneidung heute etwas ausführlich besprochen, aber mir geht es um das Prinzipielle, die Frage der religiösen Rituale. Und was mich etwas irritiert hat, war, als die Frau Knobloch war es, glaube ich, die gesagt hat im Zusammenhang mit dem ersten Urteil, dass dann die Juden, wenn das hier Bestand hätte, keine Bleibe mehr in Deutschland hätten. Und das fand ich etwas sehr extrem ausgedrückt, und da dachte ich, um Gottes Willen, denn wir wissen ja auch nicht, welche Rituale von anderen Religionen, Hinduismus gibt es auch Rituale und so weiter, eines Tages auf uns zukommen. Und wenn wir von 10 und 20 Jahren reden, dann könnten ganz andere Rituale hier noch eine Rolle spielen. Das ist eigentlich der Punkt, der mich dabei etwas beschäftigt hat. Ganz kurz zudem Antwort. Zudem stimmt es eben nicht, denn gerade die russischen Juden, die mehrheitlich fast die Juden hier darstellen in Deutschland, die beschneiden ihre Kinder nicht, ja, weil es eben aus einer anderen Tradition kommt. Also das war ein rhetorisches Manöver natürlich, das auch funktioniert hat. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Bundestag da auch in dem politischen Bredouille war. Das kann man ja gut verstehen. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte fand ich es auch nicht schön, dass wir diese Debatte ausgerechnet in Deutschland haben mussten. Und als ich angefragt worden bin, machen wir dagegen eine Kampagne, habe ich erst gesagt, nein. Aber dann haben mich so viele säkulare Juden gedrängt, eine Kampagne zu machen gegen die Beschneidung, ja, dass wir die dann durchgeführt haben. Und das ist ja etwas, was in unserer Debatte hier fast gar nicht aufgetaucht ist, dass eben so viele säkulare Juden natürlich gegen die Beschneidung sind. Ja, und dass die wesentlichen Argumente gegen die Beschneidung aus dem jüdischen Kontext kommen. Genau das Gleiche ist aber auch bei den Muslimen der Fall. Das heißt, wir haben in der Regel falsche
Gruppenunterscheidung, ja, als wären hier die Juden und hier die Deutschen. Nein, das ist nicht so. Das ist auch nicht so im Verhältnis zu den Muslimen. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen bei den Muslimen. Ja, und wir haben eben dieses Problem, dass wir einfach unzulässig generalisieren. Und das führt dann in der Regel zu Konflikten, die wir gar nicht hätten haben müssen, wenn wir ein bisschen genauer hingeschaut hätten. Ich sage nur einen Satz. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der Sie mir sagen, sozusagen, was berechtigt im Rahmen meines Glaubens zum Ausdruck gebracht wird. Ich habe festgestellt, dass viele Juden das nicht tun. Lassen Sie mir nur den Satz. Was berechtigt im Rahmen meines Glaubens zum Ausdruck gebracht wird und wo ich sozusagen einem vormodernen Verständnis anhänge, sondern es ist eben Recht der Religion selbst und das ist grundrechtlich geschützt, zu sagen, was ist konstitutiv für ihre Religionsausübung. Und wir haben den Ernstfall oder den Test, ob Frau Knobloch in Deutschland geblieben wäre, zum Glück nicht gemacht. Dankeschön, Herr Ruppert. Das lassen wir auch zum Schluss jetzt so stehen. Damit möchte ich die Debatte beenden, auch mit, wie gesagt, dem Blick auf die Uhr. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es hat doch einiges gegeben, aber Schmidt-Salomon, es ist immer so, man kann nicht alle Tiefen ausloten, auch nicht alle Höhen und Gipfel besteigen. Wir haben zumindest eine Mittelebene erreicht, wie gesagt, das, oder von dem auch Herr Ruppert sagte, in welcher Gesellschaft er leben möchte und welcher nicht. Ich würde mich dem voll anschließen. Bedanke mich bei den Diskutanten, auch bei Ihnen, Frau Kämmerer, dass Sie so eingesprungen sind. Herzlichen Dank. Und darf jetzt ganz zum Schluss an den Vorstand der Stiftung das Wort übergeben, Herrn Dr. Bernd. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.